so schlecht. Was haben wir denn da? Stroh? Warum liegt hier denn so viel Stroh rum? Das ist jetzt nicht mehr der frischeste Ballen. Mit dem hier würde ich jetzt nicht mehr bauen. Wow. Eckige Ballen könnt ihr verkaufen, runde nicht. Weil die muss ich ja erst umpressen. Das ist Aufwand. Ein bisschen gammelig. Und man sieht hier, das macht der grüne Anteil im Stroh, ne? Wenn da noch Körner drin sind oder sowas, fängst du da an rauszuwachsen wieder, wenn es feucht wird. Solange es trocken bleibt, passiert ja nichts. Und der ist halt schon hier angegammelt, ne? Rundballen. Trocken. Obwohl es hier die ganze Zeit liegt. Mach mal, wie groß so ein Ding ist. Der hat 2 Meter knapp. 2 Meter mal 80 ungefähr. Mal 1,20 Meter. Und da daneben direkt ein kleiner Ballen. Ja, der ist ganz gut gespannt. Der ist wahrscheinlich auch viel zu feucht, wenn der hier rumliegt. Hier sind so Pferdestallungen oder sowas. Die benutzen noch Stroh. Als Einstreu. Können wir nur leider nichts mit anfangen. Muss man umpressen lassen. Und wenn man es umpressen lässt, das sind nur so kurze Stücke, die brechen dann alle. Wir wollen eigentlich immer schön langes Stroh haben. Also den kriegt man verarbeitet, ne? Alleine. Brauchst du kein Gerät und nix. Kannst du heben, wiegt 14 Kilo ungefähr. Das Ding? Keine Chance. Das sind die Dinger. Auch nicht mehr so frisch. Also damit sollte man nicht mehr bauen. No, no, no. Das ist schön groß. Seht ihr das mal? Ist noch Restkornanteil drin, ne? Das ist das. Ein Kriterium, was einen schlechten Ballen ausmacht. Ja. Bin mal gespannt auf die Baustelle in einem Monat. Mache ich mit bei einer großen Baustelle. Ob die groß ist, weiß ich nicht. Die Ballen sind groß.